Willkommen zurück zu einem weiteren Shiny Pokémon Video von mir. Und dieses Mal habe ich ein Shiny Skunkapoo. Spricht mir das aus? Ich habe keine Ahnung, Alter. Und ja, dieses Skunkapoo hat das Potenzial, ein Skunk-Tank zu werden. Skuntank, wie man das ausspricht. Komischer Name. Ja, ich werde es einfach fragen. Ich habe die anderen Skunkapoo schon erledigt, damit das Video nicht zu lange geht. Und ich würde sagen, wir fangen das einfach mal. Wenn es ein hartes Wesen hat, wird es tatsächlich entwickelt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Komm einfach am Pokéball. Ist eh nicht sonderlich stark. So wie es derzeit scheint. Hopp. Sorry, guys. Und bleibt drin. Schade. Ich könnte es eigentlich ein bisschen genauer einstellen, so, ne? Bisschen tiefer. So. Ich habe es jetzt ein bisschen provisorisch anders gemacht, indem ich das Ganze ein bisschen gerader gemacht habe, damit es nicht mehr so schräg runterhängt. Sieht besser aus, meiner Meinung nach. Ey, Junge. Mach keine Faxen. Ja, ich hab's gecheckt, Alter. Da bist du doch drin. Come on. Eins. Zwei. Drei. Bleib drin. Jawohl. So, das wäre dann das nächste Pokémon für den Shiny Living Dex. Ja, ja. Gen 4 Pokémon. Ich mag sie normalerweise nicht. Sind irgendwie ganz komische Viecher teilweise dabei gewesen. So, damit wäre Skunkapoo im Dex. Oh nein, du entwickelst dich nicht mal. My boy. Oh hell no. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Natürlich hoffe ich auf ein richtiges Wesen. Auf das richtige Wesen, so ist richtig. Und ja. Perfekt. Das ist das richtige Wesen. Ich werde es einmal auswerfen und zeigen. Und dann werde ich noch die Entwicklung einwerfen. Oh, ein Nidorino. Ja, und das war's mit diesem Video. Ich lade jetzt noch die Entwicklung rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.